Ey, Schuss, halt, sagen wir mal, die heißen Creative Pictures, oder, dieses Team? Die heißen wirklich so. Ich habe das nämlich mal, ich habe da mal recherchiert, ich habe das mal gegoogelt. Und da kommst du halt auf einer Seite raus, das sind halt Hochzeitsfilme. Ohne Scheiß. Kannst du halt buchen und die filmen dann deine Hochzeiten schneiden, das hat nett zusammen. Aber ey, das war doch gestern mal ein richtiges Set, oder? Bei dem Musikvideo. Ja, für die Idee wohl eher so uninspiriert, provinziell. Macht doch seit den 80ern keiner mehr so Plansequenzen. Aber schönes Catering. Nur wegen Catering hier. Das liebe ich an den Videos jetzt. Margarita. Schön, Kaspar. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wo geht denn das los? Ganz da. Auch spannend. Immer lang und dann rechts, links, siehst du es dann schon. Davor. Ja, okay, herkommen. Bei der Abschau. Sonnen und Alter, Alter, was ist denn da mit dem Material? Was ist mit dem Ton? Das ist alles geil. Was ist da mit dem Material? Kann ich dir schon sagen, was da ist? Kein Ton ist da. Kaspar? Ich weiß auch nicht. Ich bin relativ viel gerannt halt. Ich war auch alleine. Und ja, ich bin. Das hat mal so gekracht. Nein, Kaspar, so wird das nichts beim Vollpass. Das sagt man doch dann, wenn was los ist mit dem Ton. Wir waren doch am Catering gestanden. Jetzt sollen wir mal vorbeikommen können und das sagen. Leute, was macht man jetzt? Okay, Pete, wir laufen in 3, 2. Wenn die Deutschrapper Blumentopf rufen, kommt ein fettes Team. Nicht Team, sag's auch ein bisschen smarter, so TV-mäßiger. Okay. Wenn die deutschen Rap-Giganten Blumentopf rufen, kommt ein fettes Team. Volle Action, volles Team, Sex und gute Laune. Pete, das war Erbrochenes. Ja, aber ich kann ja nicht sagen Sex und erbrochen. Das ist eine Bild-Textschere. Von dem Power-Album Nieder mit der GBR. Super. Wirklich gut, Pete. Ah, schön. Ja, es wird schon. Kaspar, ich weiß gar nicht, ob das nicht gut ist, dass du keinen Ton gemacht hast. Irgendwie ist so eh besser.